Willkommen zurück bei Uncharted The Lost Legacy. Lass sie mal dann an. Wir können rüberschwingen. Ach, jetzt können wir auf einmal rüberschwingen. In der letzten Folge ging es nicht. Da hatte Nadine Ross die glorreiche Idee, Chloe ins Wasser zu werfen. Oder zu schubsen in dem Falle. Ja, war nicht sehr nett. Ich wollte dir das eigentlich auch antun, aber. Ups. Aber leider war sie schon weg und ja gut. Alter, das war knapp. Autsch. Theoretisch müssten die Mädels da, wo der Gürtel ist, bei Nadine, ziemlich viele blaue Flecken haben. Dass das Handy durch das ganze Wasser immer noch funktioniert, ist ganz lustig, oder? Wow. Jo. Was du denn da? Greifkerzen, Alter. Sorry, wenn ich das Wort falsch ausgesprochen habe. Aber man spricht ja nicht jeden Tag solche Wörter aus. Hübsch. Würde ich mir auch vorstellen. Es müsste ein Greif sein, ne? Ja, gut, steht ja da. Ja, guten Morgen. Die andere Seite nochmal gucken. Vielleicht gestern da auch noch einer umgehen. Aber anscheinend nicht, weil sonst ist es nämlich schon gebimmelt. Und nun? Was machen wir jetzt? Däumchen drehen. Gucken wir uns das nochmal vom Nah an. Die sind ja nackig. Das ist sowas aber auch. Ja. Nah dran, sonst läuft sie mir wieder ab. Da. Oh, komplett geflutet. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Huch. Okay. Immer mit der Ruhe. Da. Was? Wasser in den Ohren. Ja, das ist eklig, ne? Das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Ja, hättest du den Wagen nicht in Flammen aufgehen lassen? Mein Gott. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Ach du heilige Scheiße. Das trifft's. Ja. Alter. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Wow. Einfach atemberaubend. Einfach atemberaubend schön, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was man da sonst zu sagen soll, aber. Ja. Wunderschönes Foto. Ich glaube, das Handy hat endlich den Geist aufgegeben. Gucken wir nochmal. Nein, definitiv, das Handy hat den Geist aufgegeben. Schöne Erinnerungsfotos. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Shit. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Oder er findet uns. Ja, oder er findet euch. Mist. Mit Schwarz durch. Hübsch. Hm. Gucken wir da lang? Geht's da hoch? Mal sehen. Ich habe keine Ahnung.
sind Treppen. Ja, gehen wir hier doch mal gucken. Hier kann man nicht klettern. Nö. Eindeutig nicht, nein. Oh. Ja, Deitflasche. Huch, wo bist du jetzt her? Da ist doch fest auf der anderen Seite. Okay. Okay, hier kommen wir anscheinend hoch. Oder hier? Ne, hier nicht, auf keinen Fall. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Mhm. Du. Oh. Yes, ich komme hier hoch. Ja? Nein? Nein? Keine Lust? Oh, Stretching-Übung. 1 und 2 und 1 und 2. Okay, irgendwie geht's hier nicht wirklich lang. Okay. Wahrscheinlich ist der irgendwie oben. Chloe? Geht's dir gut? Ach, die Äffchen sind auch wieder da. Schon besser aus. Oh je. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Hm, was ist das da oben? Eins nach dem anderen. Okay. Okay. Schauen wir mal. Da kommen wir nicht lang. Da ist... Wo komme ich nah hin? Okay, das ist da. Hm. Da kommt man von... Komm ich da rüber? Oder springe ich jetzt gerade in den Tod? Ich springe in den Tod! Oh, jetzt heißt es Chloe, nicht mehr Fraser! Schön, dass ihr... Das sieht schon besser aus. Schön, ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Hm, was ist das da oben? Eins nach dem anderen. Okay. Schön, dass ihr beide erstmal Vornamen seid. Das ist schön. Hat ja nur eine Ewigkeit gedauert. Ich dreh hier mal dran. Dann dreh du mal am Rad. Ah. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Also sie das nicht sehen. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas Hals auf. Das ist Vasuki, ein König der Nagas. Wesen, die als Königskobra erscheinen. Steht für seine Macht über Angst und Tod. Hm. Kobras sind meine Lieblingsschlangen. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsschlange. Nope. Ja. Eindeutig. Okay. Und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Kann da rüber. Oh Gott sei Dank, bin ich nicht dagegen gesprungen. Ich schaue auf der anderen Seite. Okay. Ich weiß nicht, müssen wir da hoch? Oder da hoch? Ah! Da vorne ist noch eine Kurbel! Ah! Wow! Hier geblieben! Ich habe ihn gefunden, wollte ich sagen. Und wollte nicht in den Tod springen. Drin. Oh, das ist schick. Elfenbein-Schachfiguren. Das ist schick, auch wenn sie aus Elfenbein sind. Könnte auch ein Karussell sein. Boah, da wird er mir übel.
Dachchen. Also machen wir noch einen hoch. Ich weiß leider nicht, wo der andere ist. Ich weiß nicht, ob die beiden jetzt zusammengehören hier. Ah, man kann da doch noch mal hoch. Gehen wir mal schauen. Okay. Ah, ich höre ihn doch. Nur Urin. Ah, hier. Schola Goldohrringe. Hm. Okay. Nicht ganz mein Stil, aber schick. Wem's gefällt. Oh Mann, ich wäre schon wieder fast in den Tod gehüpft. Ich sterbe eher selten durch Gegner tatsächlich, habe ich festgestellt. Ich sterbe eher da eher durch Dummheit. Was wird das denn jetzt? Oh nein. Okay. Hast du das gesehen? Ich stehe doch genau hier. Das ist irre. Ich weiß. Warum schreist du eigentlich so? Wie komme ich da jetzt hin? Okay, ich sollte mich beeilen. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Einfach ranlassen? Ja, weniger. Au. Sag ich doch, ich sterbe eher durch Dummheit. Ja, warte. Natürlich hätte ich auch selber dran kommen, drauf kommen können. Jetzt gibt es kein Zurück. Laufen, 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 laufen. Oh nein. Oh nein, nein, oh, nein, nein, nein. Oh, super Vorschlag. Ach, das war echt knapp. Fast hätte ich meine Hose zerstört. Aber immerhin trägst du ein rotes Shirt, das ist schon mal viel wert. Ich kann von hier mein Haus sehen. Dann sieht man die Blutflecken nicht so, ne? Nadine hat eine braune Hose an, sie weiß, wie es läuft. Ja, ich gucke eindeutig zu viel Marvel. Oben. Wow. Mehr oder weniger. Oh. Arsch. Hm. Also das ist cool. Ja, bin gleich unten. Ich nehme mal den Wasserweg. Oh, oh, echt rutschig. Ist es egal wohin? Hm. Gut gemacht. Danke. Danke. Und jetzt? Mann, das ist so riesig. Jo, voll Kopf gestoßen. Können wir darüber springen oder springe ich wieder in den Tod? Oh, ich lebe! Ich lebe, ich bin nicht in den Tod gesprungen. Ich denke, du wolltest die andere Seite machen, Nadine. Und jetzt? Ah, ich nehme mal an. So wie auf der anderen Seite. Was lief da denn? Aha, dann mal los. Gibt's hier noch einen Schatz? Mal schnell gucken, bevor wir was machen. Da hoch. Komm ich nicht? Komm ich doch? Komm ich doch nicht? Nein. Hm. Ich vermute mal, ist irgendwo unten. Ah, guck mal, hier geht eine Treppe runter. Nein, wieder nicht.
Ah, hier. Hab dich. Oh, ist das eine Haarnadel? Hochzeitsmarantika. Ich habe keine Ahnung, wofür es gut ist. Aber ich glaube, es kommt an die Ohren. Ich glaube ja. Ansonsten wahrscheinlich irgendwo an die Kleidung, aber ich tippe auf die Ohren. So, wen drehen wir denn zuerst? Okay, ich nehme die hier. Dann nehme ich die hier. Teamwork! Shiva als Handlanger! Und hier kommt Shivas Trommel! Okay. Nicht daneben! Oh Gott sei Dank! Scheiße! Na los, spring zur Trommel! Ich dachte, es wäre eine Sanduhr! Es ist eine sanduhrförmige Trommel! Ja. Oh, Scheiße, es geht los! Festhalten! Du bleibst einfach stehen. Mutig, einfach stehen zu bleiben. Und leichtsinnig. Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh. Wollen wir? Jetzt gibt's eine Tür. War's das? In einem Moment wissen wir mehr. Ja, natürlich gibt's nochmal ein Rad. Sehr beeindruckt von hier oben. Das klingt doch gut. Ja. Die Wasserschlacht hat das Auge von Shiva. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Nee, ist klar. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.